Termifreunde. Ja, Weihnachten rückt immer näher und vielleicht fehlt dem einen oder anderen noch das passende Weihnachtsdessert. Vielleicht habe ich für den einen oder anderen genau das richtige Dessert. Schau da mal, ich habe meine Zutaten schon alle hergerichtet. Es wird wieder richtig schön weihnachtlich. Und zwar habe ich das Dessert erst bei unserem Mädelsabend gegessen und das war total lecker und ich habe mir gedacht, ich muss das für euch auf jeden Fall verfilmen. Wir brauchen Lebkuchen, die kennt ihr alle, wo es so in Herz, Stern und Brezenform gibt. Dann brauchen wir Spekulatius, einen Quark, Mascarpone, Kirschen und einen Weihnachtszucker. Mehr brauchen wir gar nicht. Als erstes geben wir mal 6 von diesen Lebkuchen in den Mixtopf rein. Die werden jetzt zerkleinert und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 8. Das Ganze wird jetzt umgefüllt. Ist jetzt richtig schön fein geworden. Das Ganze machen wir jetzt nochmal und zwar mit 10 Spekulatius-Keksen. Also ich gebe die wirklich ganz rein. Nochmal 5 auf 8. Wieder umfüllen. Dann geht es auch schon weiter und zwar brauchen wir jetzt 250 Gramm Mascarpone, das geben wir auch gleich direkt in den Mixtopf rein. 250 Gramm Quark, ich habe jetzt den 20%igen hergenommen. Dann kommt dazu ein Teelöffel vom Weihnachtszucker, den haben wir ja auch schon alle selber gemacht. Findet ihr auch auf meinem Kanal, Termimanu Weihnachtszucker eingeben. Einfach einen Teelöffel dazu. Das Ganze wird jetzt 4 Sekunden auf der Stufe 4 verrührt. Auch schon ans Schichten. Ihr könnt jetzt entweder jetzt das Ganze in kleine Gläschen reinfüllen oder ein Dessertschälchen. Ich mache es jetzt heute wieder in einer größeren Auflaufform. Einfach schichte ich es rein. So, das hat sich jetzt miteinander vermengt oder verrührt, besser gesagt. Jetzt mache ich mir bloß ein bisschen Platz. Jetzt habe ich mir ein Glas Kirschen abtropfen lassen und habe die Kirschen in eine größere Schale reingeben. Ein paar Kirschen habe ich mir aufgehoben. Die geben wir dann oben noch als Deko dazu. Jetzt geben wir unsere Crememasse zu den Kirschen dazu. Und da wird es dann bloß noch mit den Kirschen eben ein bisschen verrührt. Das machen wir eben bloß mit dem Spatel. Das machen wir jetzt nicht mit dem Thermi. Das können wir so auch machen. Ups, hat sich schon wieder gesaut. So, einfach die Kirschen unterrühren, unterheben, besser gesagt. Wird die Creme auch ein bisschen rot oder rosa. So, und dann fangen wir eigentlich schon an mit dem Schichten. Nehme ich mal jetzt bloß der kleinere her. Wie gesagt, ich mache es heute in der größeren Schale. Da gebe ich jetzt die Hälfte von der Masse rein. Verteile das so.
Muss jetzt nicht ganz genau überall sein, weil das sieht dann auch schön aus, wenn das ein bisschen ineinander läuft. Dann nehme ich meine Lebkuchen her, meine zerkleinerten. Löffel vielleicht da an der Seite, wo wir jetzt eben keine Masse haben, können wir ruhig auffüllen mit dem Lebkuchen. Das ist so lecker, sage ich euch. Vielleicht ist das wirklich was für euch für Weihnachten noch. So, dann geht mal wieder ein bisschen Creme drauf. Verteilen wir auch wieder so ein bisschen. Uiuiui, hat sie schon wieder gesaut hier. Verteilen wir wieder. Muss wieder nicht überall hinkommen. Dann geben wir jetzt die Spekulatius, die zerkleinerten, drüber. Da können Sie jetzt auch Gewürzspekulatius nehmen, Butterspekulatius oder mit Mandeln, das ist wirklich ganz egal. Habe ich jetzt meinen Löffel hin? Ach, hier. So, ja, fast ein bisschen zu viel von diesen zerbröselten. Ach, das kann man ja dann nachher noch machen. Ja, jetzt geben wir ein bisschen vom Kirschsaft, den haben wir uns aufgefangen vorhin. Da tröpfeln wir jetzt ein bisschen einen drüber, dass das noch ein bisschen weich wird. Können Sie jetzt ruhig ein paar Teelöffel voll drüber geben. Da hat sie mir jetzt von der Menge her gar nicht gesagt. Sie hat bloß gesagt, dann oben eben noch ein bisschen mit den Saft beträufeln, dass das dann ein bisschen weich wird. Könnt ihr auch wunderbar schon einen Tag vorher vorbereiten. Wird euch nicht matschig oder irgendwie so. Also ich habe es bei ihr auch gegessen. Das war wirklich einen Tag vorher schon zubereitet und war überhaupt nicht matschig oder irgendwie so. Jetzt gibt man noch die Kirschen oben drauf. Sieht natürlich in kleine Gläschen auch ganz, ganz toll aus. Sie hat es in die Gläschen gemacht gehabt. Ich mache es jetzt heute in der großen, weil ich das nämlich morgen als zum Kaffee für den Nachmittag brauche. Ich nehme das anstatt einen Kuchen. Wir haben morgen so einen kleinen Adventskaffee und da bringt jeder was mit. Und da habe ich mich entschieden, dass ich die mitbringe. Jetzt hole ich noch schnell meine Spekulatius und Lebkuchen her von den restlichen Lebkuchen. Da steckt man jetzt noch einen Stern und ein Herz noch rein. Das könnt ihr ja so dekorieren, wie ihr das mögt. So. Voilà. Schaut mal. So schaut es jetzt aus. Ich möchte es gar nicht so arg kippen. Aber es schaut jetzt vom Schichten her, schaut es echt nett aus. Ja, guckt mal her, so schnell hat man eine Nachspeise gezaubert. Ja, macht es doch einfach nach, wenn ihr noch ruckzuck eine Nachspeise sucht. Sie ist wirklich total fein und lecker und schaut, es schaut echt jetzt schon total lecker aus, wenn das so ineinander verläuft jetzt dann. Und das lassen wir jetzt wirklich noch richtig schön durchziehen und dann schmeckt es total lecker. Ich sage auch schon tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, heute mal wieder ruckzuck. Bis ganz, ganz bald. Macht es gut, eure Tammy Manu.